Trimax immer noch Sü Hallo? 3, 2, 1. Let's go, Digga. Komm schon, Baby. Fotoshooting mit Honeymoon. Haare richten. Okay. Isa, no joke, eine der korrektesten Personen, die ich jemals kennengelernt habe. Isa ist wirklich so unglaublich cool drauf, Chat. Ich sag's euch, wie es ist, Mann. Die ist wirklich so sehr, sehr fronty. Aber übertrieben korrekt, einfach. No joke. Ehrendame. Absolute Ehrendame. Guck mal, Digga, da kriege ich schon wieder zu viel. Da schreibt einer in den Chat, dann lernt sie doch weiter kennen. Ja. Lad sie doch mal ein. Chat, man kann auch als Mann und Frau miteinander befreundet sein, ohne tatsächlich miteinander zu schlafen. Und da brauche ich jetzt auch keinen Elfer an Sascha oder sowas. Wieso schreibt ihr jetzt alle nein? Ja, ihr schreibt alle nein, weil ihr keine Freunde habt. Hä? Ihr schreibt alle nein, weil ihr noch nie Freunde gehabt habt. Seid ihr dumm? Seid ihr dumm? Ihr seid alles Jungfrauen bei mir im Chat. Ihr habt noch nie richtig gefickt. Ihr wisst gar nicht, wie das geht. Ihr habt keine Freunde, habt noch nie richtig gefickt. So sieht's aus. Nicht Tufa. Ich hab recht. Ich hab in den letzten zwei Wochen... Fresse jetzt! Ich habe im Schwimmbad mal, im Hallenbad mal, also im Mittsommerland mal ins Wasser gekackt, als ich 11 war. Und war sogar was? Noch so korrekt, hab dem Bademeister Bescheid gesagt, dass du eine Wurst am Schwimmen ist. Digga, what the fuck, Digga. Also mit 11, er hat sich mit 10 ein Lego-Schwert in den Pimmel gesteckt und mit 11 noch ins Becken geschissen, Alter. Bruder, keine Ahnung, das sind so Sachen, die macht man mit 3, aber nicht mehr mit 10. Es ging einfach nicht anders. Glaube ich schon, doch. Was ist denn mit dem Kameramann los? Es ist böse, verstecktes Glücksspiel. Super viele Leute sind drauf hängen geblieben und viel zu viele Gelder ausgegeben. Deswegen wollen wir das Ganze jetzt hier testen als Experiment. Löchtig Flipflop, bin dabei. Und wir werden 72 Stunden lang. Digga, wieso hat der Typ da im Hintergrund einen Schlaganfall? Was passiert hier? Guck mal. Dieser Spieler hier. Und der hat hier. Wir werden. Alter, mit dem geht's aber gar nicht gut hier. 72 Stunden lang nur Packs öffnen. Ja. Nichts anderes machen. Wir werden jeder voraussichtlich 1,5 Millionen FIFA-Points brauchen. Das richtig. Heißt zusammen 3 Millionen. Das sind zusammen. Es sind etwas über 20.000 Euro. Bedrückend ist für mich Tageslicht. Ich finde Tageslicht so ungemütlich. Ich kann mit Tageslicht nichts anfangen. Ich liebe es, wenn es dunkel ist. Mein Vater war ein großer Mann. So, und so macht man vernünftige Memes und Videos. Ja, super. Oh mein Gott! Bro! Bye. Schon war hungriger Huber gesehen, du Huren. Ja, die sind momentan alle besetzt. Okay. Wenn wir schon bei dem Thema Voice Cracks sind. Ja, aber gut, Club. Also, wer Voice Cracks lustig findet, wirklich absolut. Einfach Kind. Keine Ahnung, wie man sowas lustig finden kann. Ladies and Gentlemen. Karin, du kleine Fatze. Got him. Ey Leute, mein Kollege kann einfach wegfliegen. Wer ist das? Boah, Digga, das war krass. Ja, es stimmt, es wurde gestern in mein Haus eingebrochen. Oh mein Gott, Digga. Und ich bin mir zu 95% sicher, dass ich weiß, wer damit drinne gesteckt hat. So, mein Mann, es ist passiert, der YouTuber ApoRed wurde verurteilt. Digga, diese Story. My VGAs. Ne, die folgende Person erkennt, meldet sich bei der Polizei. Ja? Der sieht aus wie jeder gerade in der Pandemie. Tatsächlich ist das, glaube ich, das ist Robin Schulz. Ich glaube tatsächlich, dass das Robin Schulz ist. Entweder Robin Schulz oder mein Mitarbeiter Tobi. Tatsächlich, ja. Naja.
Marcel, ich wünsche dir alles Gute. VW Golf. Einbruch at Montana Black, missbräuchliche Nachrichten können rechtliche Konsequenzen haben. Digga, die 20.000 Euro hole ich mir. Ich zeig mich einfach selber an. Jetzt bin ich nicht da, Digga, wenn ich gekillt habe. Hab ich? Schön. Was? Was ist Quatsch, Digga? Kaufst du das iPhone 13? Na klar, Digga, ich bin reich. Ist Putin ein Mörder? Putin ist jemand, der die Verantwortung dafür hat, dass viele Menschen in Russland mit dem Leben bedroht sind. Es ist ein Land, in dem man sich nicht ganz sicher fühlen kann. Super. Damit hat er die Tore zum Dritten Weltkrieg geöffnet. Jemand? Das war's, Leute. Voilà, das war's. Haut rein. Welcher ist dein Lieblingsdinosaurier? Wenn ich ein Dinosaurier wäre, wäre ich ein Triceratops. Weißt du, was mit Solution ist? Da habe ich mich auch mit Ehrenbruder Monty drüber unterhalten. Er hat sich ja den Finger gebrochen bei diesen Uri Geller-Fußball-Dingens da. Heißt er nicht so, Chat? Keine Ahnung. Eli Geller, Uri Geller, scheiß drauf, Digga. Aber liegt mal wahrscheinlich auch daran, dass meine Eltern mich zum Beispiel bekommen haben, als ich 18 war. Ich bin ein bisschen anders groß geworden. Was für ein Mann. Ist genauso wie wenn man OnlyFans abonniert von jemandem, der einen nicht mag. Ja, aber ich wusste nicht, dass sie mich sieht. Ich habe meinen OnlyFans-Account habe ich jetzt auch umbenannt, sodass man nicht mehr weiß, wer ich bin. Damit ich weiterhin Frauen abonnieren kann, die mich hassen. Das war so eine, die... Ich fand die attraktiv, wie die aussieht, aber wir haben uns übelst gestritten mal wegen der Sache. Und dann hat die mich weggeblockt. Und dann habe ich gesehen, dass sie einen OnlyFans hat und ich fand die halt attraktiv und dann habe ich die abonniert. So ein schönes Wutwichsen einfach. Mir die da nochmal richtig sauer sein und dann richtig schön auf die Bilder einen runterholen, fühle ich. Ja, angeguckt, war halt so fertig mit den Dingen, die man halt tut. Und auf einmal sehe ich, dass Abo zurückgenommen wurde und sie mich blockiert hat auf OnlyFans. Und dann steht da, ich habe eine Gutschrift bekommen. Ich dachte mir so, Digga, was ist das für ein Jackpot? Ich habe meine $20 wieder bekommen und bin fertig. Dreht die Scheiße mal ein bisschen auf. Mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt, check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos, sieht man das. Aktiviert die Glocke, damit die auch nicht. Okay, alles klar, so viel dazu. Dankeschön dafür, Bro. Way to dank.